Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Quarry. In der letzten Folge haben wir eine massivst tolle Nachricht bekommen von Dylan, wie er richtig super geredet hat. Das klang für mich sehr überzeugend. Ich fand mich auch gar nicht verarscht oder habe mich gar nicht verarscht gefühlt. Abigail, Caitlin und Nick sind perfekt in die Hütte gekommen. Was mich so in diesem Moment sehr gefreut hat, obwohl ich alle töten möchte, aber egal. Ja, und vergessen den Namen immer. Ich weiß nicht. Und der andere wurde nicht gewarnt. So, okay. Machen wir aber weiter. Naja. Campeton. Okay, da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Mich stört das. Mich stört das, mich stört das. Auch wenn ich das wirklich gerne so haben möchte. Aber irgendwie weiß ich nicht. Wird das mal ausmachen oder was haben wir hier in die Horror? Nee, machen wir aus. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick. Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab... Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Ich glaube, wie Dylan halt auch schon gesagt hat, importiert er. Ich glaube, er weiß so einiges. Ruh dich aus. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja. Leichen im Pool muss man schon erklären, oder? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt. Nicht ohne Beweis. Ab sofort. Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Okay, okay. Oh, wir spielen Abby. Okay, das ist nur ihr Dings. Super. Gucken wir mal hier hin, was wir halt hier so Schönes haben. Nix haben wir hier.
Ich möchte auch keine Karte wieder vergessen, weil wahrscheinlich haben wir hier irgendwo in der Ecke irgendwas. Die würde uns bestimmt noch angezeigt werden. Okay, ich bin wieder aus dem Spiel rausgetappt. Ich weiß auch nicht warum. Das ist anscheinend immer so bei mir jetzt. Ich weiß nicht. So, wenn Nick sich nicht hier unter Kontrolle hat, dann werde ich ihn persönlich einfach ins Klo süffeln lassen. Was wir so hier haben. Hier sind Duschen. Aha, aber schön, dass wir hier so einfach durchgehen können. Dann gucken wir mal an dieser Dusche. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts, aber schön, dass man hier einfach durchgehen kann. Wahrscheinlich wurde diese Szene halt auch aufgenommen hier, nur bei dieser einen Duschszene. Ah, der Mond. Okay. Der Mond, wie passend. Gerade heute nach kurz der Flucht, der Anspannung, bla bla, wie auch immer. Ja, perfekt. Super. Interessant für mich. Aber fragt sich nur, wo die mysteriöse Frau ist mit der Augenklappe. Ich weiß es nämlich nicht. Gut, und hier ist nichts. Alles klar. Es war... Okay. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze von einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichte schien ihre Wirkung nicht gefehlt zu haben. Leider ein Knopf. So anders hier, vor nur 12 Stunden. Und schön, dass du so präzise bist bei sowas. Oh, ja. Es war alles noch so friedlich, so vor 8 Stunden und 32 Minuten und 26 Sekunden. So friedlich. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ich hab so das Gefühl. Weiß ich nicht, jetzt sehe ich auch die Waffe. Oh Gott. Ah, ich hab nichts gefunden. Ja, so besser? Ja. Hey. Okay, kann ich mit den anderen plaudern? Ja, irgendwas. Hallo! Bitte, ich möchte mit in eurem Kreise. Okay, denn nicht. Okay, was haben wo wir hier? Caleb jetzt wohl ist? Ich weiß es. Ein neues Stück Geschichte von Cams drauf. Ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackett und Kindern Caleb. Vor allem, was ich nicht so ganz verstanden habe. Kaylee, habe ich ja. Oder wo die am Pool gefallen ist, hatte sie auf einmal so lange Haare. Ich denke mir so, woher kommen jetzt die langen Haare her? Da ist nichts mit langen Haaren. Naja. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch. Auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Ja, schon Wahnsinn. Abby? Ja? Ja. Kann ich dich was fragen? Nein. Na klar. Magst du mich?
Ich liebe dich. Ich weiß nicht, was das hier werden soll, aber ich mag den alten Nick mehr. Das war klar. Das war klar, du kannst mich nicht leiden, oder? Das meine ich nicht. Sag mir einfach die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Es war schon fast zu einfach, deine Einsamkeit auszunutzen. Die erbärmliche Abby, die sich dem nächstbesten Kerl an den Hals werfen würde. Ja, genau so. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Kann ich jetzt nach der Waffe fragen? Oder wie ist das jetzt? Ah ja, kann ich. Okay, weil da ist sie mir gestorben, das weiß ich. Weil ich denke mir so, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Nick wirklich erschießen? Ja, weil ich ja so wirklich in dieser Love-Story halt dann war. Aber schon krass. Schon krass. Was willst du von mir? Red Deutsch, ich verstehe dich nicht. So, hallo. Hallöchen, Abby. Emma. Ja, Nick liegt da irgendwo in der Ecke. Nick. Oh. Cool. Wo sind die anderen hin? Ah, Moment. Weiß ich nicht. Aber irgendwie möchte es nicht mehr. So. Ich mach das jetzt hier. Ich mach das jetzt genau hier. Ich werde das Spiel wieder neu starten. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich weiß wirklich nicht, was das Problem ist. Warum das Spiel immer wieder abstürzt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da nochmal irgendwie ein Problem halt finden. Aber ich mache das jetzt währenddessen hier in Game, dass Emma wieder auftaucht. Der Part geht heute ein bisschen länger. Aber ich weiß wirklich nicht, was das Problem ist, warum das Spiel immer wieder neu starten muss. So, weiter Singleplayer, Emma, super, Emma, perfekt. Ach, Emma. Oder wollen wir nur Emma am Leben lassen? Das wäre doch mal was. Ach, wir sind wieder hier. Oh, Emma. Was stand da? Silas? Oh, kenn ich nicht. Okay, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Perfekt. Wo sind die anderen hin? Es gab eine fehlende Datei. Ich habe das Spiel auf Fehler überprüfen lassen. Super. Okay, wenn
ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Oh mein Gott, ich kann sie steuern. Das wird jetzt interessant, Leute. Das Spiel ist ganz schön laut. So, mal geht's noch? Okay. So, mal sehen, ob wir den Nick finden. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt für mich auch neu. Ryans Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Super. Ja, kann passieren. Okay. Warum? Ihren. Ah, hier. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und tut dem Brief nichts. Nicht abgeschickt. Grusel-Stories sind einfach nur erfunden. Dieser Brief passt zur Zeichnung im Poolhaus, aber wieso wurde es zerrissen? Vielleicht ist sie gut. Wo war's? Ah, okay, cool. Oh, jetzt sehe ich's auch. Alles klar. So. Okay, also hier ist weiter nichts. Los, wollen wir mal in diesen Büsch da gucken, wer da liegt. Genau da. Liegt ja keiner. Oder siehst du ihn gleich? Hier ist es nicht sicher. Nee, ist es nicht. Liegt er da nicht? Was haben wir denn da? Zettel. Eigentlich, wo ich mal auch wieder ein bisschen mehr reden kann. Lodge, wusste ich's. Hoffentlich geht's allen gut. Okay. Hoffe ich mal auch. Ich glaube, jetzt wird sie erst doch so richtig sympathisch, glaube ich. Also, es kann ja sein, dass sie halt nicht so böse sein muss oder soll oder keine Ahnung. Man wurde jetzt Nick weggeschleppt oder was? Ich kann mich wahrscheinlich zwischen drei Wegen entscheiden, wenn ich mal die Karte angucken darf. Ah ne, nicht diese Wege. Camp. Okay. Baumhaus. Da, gut. C. Jacob! Jacob! Woo, Jacob! Let's go! Okay. Schatten, okay. Bootshaus, Baumhaus. Ah, hier geht's weiter. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. Okay. So, Hinweise haben wir noch oder was? Was haben wir denn hier? Familienfoto. Der noch jüngere aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern, Caleb und Kaylee, sehen glücklich aus. Kaylee ist tot, mögen oder einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Oh, und ein Fragezeichen, was wir halt trotzdem nicht erreichen konnten, auch gut. Also ich gehe jetzt mal trotzdem hier lang. Oder da hinten. Oh, ich weiß es nicht. Ich gehe mal geradeaus. Vielleicht finde ich dann trotzdem noch die Dings von Jacob. Geil. Ew. Mhm.
lecker. Okay. Möchte mal trotzdem wissen, was da hinten los ist. Ich möchte wirklich, eigentlich wirklich gerne, auch wenn das wirklich creepy für mich und auch generell das sich anhört, möchte ich halt wirklich gerne, dass Emma die Leiche von Jacob mal bitte sehen möchte, weil kann doch nicht sein, dass er weggeschleppt wurde. Und doch, kann halt schon sein. Und dann müsste doch hier jetzt eigentlich schon kommen gleich, oder nicht? Oder ich habe ihn wirklich übersehen. Kann halt auch sein. Okay. So, jetzt gehe ich mal da lang. Mal gucken, was da dann passiert. Weil da oben kann ich ja, glaube ich, auch hinklettern, war das, ne? Aber da führt ja auch ein Weg lang. Wie gesagt, das ist jetzt für mich alles neu. Also, ich habe hier leider gar keinen Plan hier. Jacob, ich weiß, dass du da drin bist. Oder hier. Hier irgendwo muss er doch sein. Guck mal, bist du der Stein? Nee. Oh. Ich hab mich verdingst. So. Ich glaube, hier könnten wir nach oben, ne? War wohl der Regen. Ach, jetzt, achso, deswegen kann ich da jetzt nicht lang. Achso. Na dann. Hat sich das denn auch wieder erledigt? Dann kann ich ja hier schön. Jetzt gehe ich geradeaus weiter. Mir egal. Okay, Jacob ist anscheinend nicht da. Oder er hat sich jetzt weggebeamt, so gesagt. Also, ich sehe ihn jetzt anscheinend nicht mehr. Oder vielleicht wurde er wirklich zerrissen oder sonst irgendwas, das, ja. Ich habe das auch gerade nicht so genau gesehen, aber who fucking knows, ne? Vielleicht gehe ich jetzt auch gerade im Tod mit Emily hier gerade durch die Enge oder keine Ahnung. Und denke mir jetzt hier sonst irgendwas dabei. Aber okay. Ja, hier unten waren wir ja. Da war ja jetzt nichts Besonderes. Ja. Hör doch auf mal nach oben zu filmen hier. Das ist doch ekelhaft. So, hier führt ein Weg lang. Aber wo der hinführt, keine Ahnung. Jumpscare? Ey, ich werde doch hier nicht umsonst einfach hier hingeschickt. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Kann ich nach oben gehen, oder? Hä? Hier ist einfach nur so ein Weg, da kann man nur lang gehen. Was ist das denn? Das ist sehr komisch. Das ist sehr komisch. Naja, okay. Hier ist der Weg geschottert. Hier ist nichts. Hier ist alles kaputt. Also muss ich hier lang gehen. Hier ist jetzt noch so mehr waldmäßig. Kann ich hier denn lang gehen? Nee, ich muss hier weiter. Okay, da ist die Lodge. Okay, wäre eigentlich egal gewesen, wo lang. Och. Robbie. Nicht. Lass es sein. Du ein Bissert. Du weißt, was da passiert.
Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Diese Scheiß-Kids. So, was? Hi. Hi, hi. Hey, stopp. Wehr dich nicht. Los, die Spritze. Ist sie gebissen? Pa. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh! Naja. Okay. Caitlin! Ryan! Abby! Hier ist es nicht sicher. Ja, geh am besten wieder raus, genau. Hä? Hä? Okay. Naja, aber wir machen auf jeden Fall erst in der nächsten Folge von The Quarry weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hättet ihr das gerne, dann schon oben da kommentiert, nicht vergessen. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge. Bis dahin sage ich bye bye.